In dem Video wird nochmal erklärt, wie man eine Wertetabelle zur quadratischen Funktion in der Form f von x ist gleich, das ist jetzt ein Beispiel, 3 mal x hoch 2 einträgt. Das ist ein Beispiel. Die allgemeine Form für quadratische Funktionen lautet f von x ist gleich a mal x hoch 2. Und das a sagt mir, je nachdem, ob es positiv oder negativ ist. Wenn es positiv ist, also bei allen Pluswerten, und das Plus schreibt man hier nicht immer auf, ist die Parabel nach oben geöffnet. Und wenn es Minus ist, ist die Parabel nach unten geöffnet. Und man kann natürlich Aussagen treffen. Bei den Werten von a ist gleich 1 sprechen wir immer von einer Normalparabel. Wenn das a größer als 1 ist, bei allen Werten, wo a größer als 1 ist, ist die Parabel enger geöffnet als die Normalparabel. Und bei allen Werten, die zwischen 1, also kleiner als 1 liegen, ist die Parabel breiter geöffnet als die Normalparabel. Aber diese Dinge, die stehen auch nochmal in der Formelsammlung, braucht man sich nicht alles zu merken. Nur es ist wichtig, dass man weiß, wenn a1 ist, die 1 schreibt man nicht auf. Man kann die 1 auch weglassen, also nur f von x ist gleich x hoch 2. Bei x hoch 2 sprechen wir immer von einer Normalparabel. So. Die Überschrift lautet Parabeln und Parabeln sind immer quadratische Funktionen, also in der Form von a mal x hoch 2. Ne? So, wir zeichnen jetzt eine Wertetabelle. Die Wertetabelle brauchen wir immer, wenn wir die Funktion zeichnen wollen. Dafür brauchen wir die x-Werte. Entweder sind die in der Aufgabe gegeben, also bekannt, oder wir müssen die selbst festlegen, in welchem Bereich wir die brauchen. Ich mache mal jetzt, fange bei der minus 3 an, in dem Bereich. Und gehe dann immer in einer Schritten bis zur positiven 3. Das heißt minus 2, minus 1, 0, 1, 2 und die positive 3. Wir hatten ja die Funktionsgleichung f von x ist gleich 3x hoch 2. Das heißt, ich bin in einem Term, die hoch 2 da ist, wenn ich quadrieren muss, hat das immer Vorfahrt. Das heißt, die minus 3 wird erst quadriert. Minus 3 hoch 2, das sind 9. 9 mal 3, weil minus mal minus ergibt ja plus. Also statt x setze ich diese minus 3 hier ein. Minus 3 wird quadriert. Minus 3 hoch 2 könnt ihr auch genauso im Taschenrechner eingeben. Oder müsst ihr im Taschenrechner das Minus, wenn er das da eingibt, das Minus in Klammern eingeben. Das heißt, Klammer auf, minus 3, Klammer zu, hoch 2. Dann zeigt er euch das richtige Ergebnis an. Das ist wichtig. Also man muss auch wissen, wie man das im Taschenrechner eintippt. Das kann ich auch im Kopf ausrechnen. Minus 3 mal minus 3, also minus 3 quadriert. Das muss ich als erstes, weil das Vorfahrt hat hier. Das sind 9. 9 mal 3 sind 27. Minus 2 quadriert, das sind 4. 4 mal 3 sind 12. Minus 1 quadriert sind 1 mal 3 sind 3. So, jetzt setze ich die 0 ein. 0 hoch 2 sind 0 mal 3 sind 0.
So, und jetzt kommen eigentlich die spiegelverkehrten Werte. Das heißt, 1 hoch 2 ist 1, mal 3 ist 3. Ne? Das, was ich bei minus 1 auch hatte, ne? Sind jetzt immer, ne, die gespiegelten Werte. So, minus, also 2 hoch 2, wie bei minus 2 der Wert, das ist wieder 12. Ne? Und bei minus 3, wie bei der positiven 3, das ist wieder 27. Ne? Ihr seht, hier haben wir die spiegelbildlichen Werte. Ne? So, beim Zeichnen gucke ich mir die Werte an. Ich nehme am besten eine Fünfer-Einteilung auf der X- und Y-Achse, weil ich ja alle Werte hier einzeichnen muss. Ursprungswert ist natürlich die 0. Minus 5, minus 10. Na, ich nehme jetzt 5er Schritte. So, und jetzt zeige ich euch, wie man diese Werte in das Koordinatensystem gleich einträgt. So, das heißt, als erstes gehe ich auf die minus 3, das ist ungefähr hier irgendwo. So, minus 3 und dann die 27. Das passt bei mir jetzt nicht hin. Dann lasse ich den Wert weg, minus 2. Weil zu minus 2 gehört die minus 12. Ich trage das mal hier mit ein. Also minus 2 ist hier, gehört die 12, das ist ungefähr hier. So, zu minus 1 gehört die 3. Das ist ungefähr da. Zu 0 gehört die 0. Zu 1 gehört die 3. Das sind die spiegelbildlichen Werte. Zu 2 gehört die 12. Also da, ja, der spiegelbildliche Wert hiervon. So, und jetzt verbinde ich alle Punkte und habe die Parabel zu f von x ist gleich 3x hoch 2.